Ja, schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, B2B, Olli und in der Mitte Mehmet. Mein Bruder. Ja, Hey. genau. Und ja, eigentlich wollten wir Mehmet nicht in dieser Situation euch vorstellen, aber er gehört genauso, ich sag mal, zu den Trauernden in diesem Fall, genauso wie wir. Und deswegen ist Mehmet heute mal dabei und natürlich auch demnächst mal in einem Review. Aber warum wir heute überhaupt ein Video online stellen, hat folgenden Grund. Es hat sich leider Samstagabend um ja, ungefähr 20 Uhr ein tragischer Unfall hier in unserer Region in Bayern, in der Nähe von Legoland, also in Günzburg, ein Unfall, da ist passiert, ein Unfall, ein Autounfall. Unser Kumpel Patrick ist mit, wie heißt der Kollege? Alex. Alex. Die sind zusammen vom Faschingsball anscheinend zurückgekommen. Sind mit dem Auto dann an der alten Kaserne vorbeigefahren. Dort war es anscheinend glatt, höchstwahrscheinlich. Und ja, dann haben sie anscheinend die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sind dann frontal gegen einen Baum gekracht. Und ja, Seitlich. seitlich, Seitlich gegen. genau, also nur den Beifahrer, also Patrick, hat es leider tödlich erwischt. Das heißt, er ist noch an der Unfallstelle gestorben. Und der Fahrer selber hat schwer verletzt überlebt und ist momentan noch im Krankenhaus. Wie es ihm momentan geht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er eben schwer verletzt ist. Ja, und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch unser tiefstes Beileid der Familie natürlich ausdrücken. Wir hoffen natürlich, dass es alle gut verschmerzen. Und natürlich ist es in den ersten Tagen natürlich wieder unausstehlich, das Ganze zu verkraften. Natürlich, wenn man so überlegt, wir haben ja jetzt schon mittlerweile zwei andere Freunde verloren. Auch im Straßenverkehr, sagen wir es mal so, und ist für uns genauso schwer und bei Patrick natürlich noch schwerer, weil wir auch privat viel mit ihm zu tun gehabt haben. Der eine mehr, der andere weniger. Mehmet eher öfters mit Disco zum Beispiel und so weiter, aber wir natürlich auch. Wir waren ja auch öfters mit ihm feiern, DVD gucken Ein paar und Reviews hat er ja ein paar mitgemacht, das Reviews kennst du unter ja auch anderem. von. Genau, Nakla Kirsch zum Beispiel war, glaube ich, ein Review oder Nakla Erdbeer und Alvaha Istanbul Night. Da haben wir ein Review mit ihm gemacht. Ein paar Leute kennen ihn vom Livestream natürlich auch. Und ist natürlich schlimm, wenn man das Ganze dann so sieht, wenn man die alten Videos dann nochmal anguckt und ihn sieht. Das war so ein lebensfroher Mensch. Er war für jeden eigentlich immer da. Er war immer gut gelaunt. Hat mir auch geholfen, mein Zimmer zu streichen oder meine Wohnung zu streichen oben. Ja, und dann auf einmal erfährt man übers Telefonat vom Olli, der hat es mitbekommen, einer der schnellsten. Ja, und dann war man natürlich gleich ziemlich geschockt. Und ja, was soll man nur machen jetzt? Das ist natürlich scheiße. Aber warum machen wir das Video? Wir wollen es natürlich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, viele sagen jetzt wieder, warum macht ihr überhaupt ein Video? Sowas ist überhaupt nicht angebracht oder sonstiges. Mag ja vielleicht richtig sein. Aber ich möchte natürlich auch, oder wir möchten natürlich euch auch eine Nachricht damit übermitteln, dass es von heute auf morgen einfach vorbei sein kann. Und was ich dazu sagen wollte, zollt ihm Respekt wegen dem Istanbul Nights Video, weil da viele ihn runtergemacht haben, weil er halt ein bisschen rumgespielt hat mit seinen Muskeln und so weiter. Hat er ja nicht absichtlich, sage ich jetzt mal so, in dem Sinn macht. Genau, nein, und Genau. klar, mein Gott, jeder hat irgendwie so, ich sage jetzt mal, eine eigene Macke oder halt mal, er war halt immer schon ein lebensfroher Mensch und hat immer ein bisschen Blödsinn gemacht und das haben halt ein paar ein bisschen übel genommen bei dem Video, aber darüber muss man wegschauen und deswegen denke ich mal, nimmt es ihn auch keiner übel oder sonstiges. Aber wie gesagt, wir machen das Video eigentlich nur, damit ihr auch selber mal drüber nachdenkt, wie schnell sowas passieren kann eigentlich, ja. Von heute auf morgen, man steht auf, man denkt sich nichts Böses und dann passiert sowas. Deswegen lebt euer Leben einfach so, wie es am besten nur geht, ja. Man weiß es nie. Es könnte uns genauso passieren. Das ist unvorhersehbar, leider. Und ja. Keiner kann zu 100% sagen, er lebt morgen noch. So ist es. Ja, es ist hart ausgedrückt, aber im Prinzip ist es so, ja. Richtig. Und wir lassen noch kurz im Abspann noch paar Bilder laufen oder ein kleines Video noch, damit ihr auch nochmal seht, wer der Patrick jetzt oder dass er halt mal bei uns in den Reviews mitgemacht hat, dann noch ein paar Fotos. Ja, und 23 Jahre alt ist er geworden. Und ja, wie schon gesagt, wir wünschen natürlich den Freundeskreis, den Bekannten, den Verwandten, allen, die Kontakt mit ihm gehabt haben und auch, wie gesagt, verwandt oder bekannt sind, natürlich das Beileid wünschen wir euch natürlich und ja, ich hoffe,
ja, dass alle heil drüber hinwegkommen über das Ganze. Ja, gut, dann wäre eigentlich alles gesagt, was gesagt ist. Mehmet, danke auch an dich, dass du da bist. Wir werden auch demnächst mal, wie gesagt, ein Video mit dir noch machen. Auch danke an Olli, dass er dabei ist. Und ja, Patrick, wenn du uns zuschaust im Himmel, wir vermissen dich jetzt schon. Wir hoffen, dir geht es da gut, wo du jetzt bist. Und hoffentlich bist du da genauso, wie du vorher warst. Mach's genau. Gut, mein Freund. Wir werden dich nie vergessen. Und ja, du bist immer in unserem Herzen. Mach's gut. Ciao. Und an alle anderen, schönen Tag noch. Macht's es gut. Bis die Tage. Und ja, seid vorsichtig im Straßenverkehr und überhaupt im Allgemeinen. Es kann so schnell was passieren. Hat man jetzt in dem Beispiel gesehen. Also gut, macht's es gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis die Tage dann, euer Shisha-Warntest-Team. Bis dann. Ciao. Servus. Goodbye. Ja, Shisha-Freunde, servus. Big to me wieder da. Heute mit Verstärkung. Kennt ihr vielleicht schon aus dem Shisha-Livestream, der Patrick. Wir testen heute wieder einen Tabak. Und zwar haben wir zugeschickt bekommen vom Kai. Sehr, sehr vielen Dank. Spaß am Tabak, so wie wir gerade. Wir haben nämlich noch so viel. Jo, also da drücken wir schon noch ein paar Köpfe raus. Zeig's mal rein. Kriegt man schon noch so 2-3 Köpfe, oder? Ja, mindestens. Also von dem her überhaupt kein Thema.